Wir gehen rein in die Black Week und auch ich habe ein paar heiße Schnapper für euch unter dem Radar. Let's go. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider. Ich war letzte Woche krank, deswegen gab es da keine Videos. Bin jetzt wieder bei 98%, 2% Nase, aber 100% heiß auf diese Folge. Und ich lag da eingemuckelt auf jeden Fall auf der Couch am Wochenende, hab mir da die Spiele natürlich angeguckt und hab ein paar heiße Jungs notiert, die jetzt so richtig aufkochen. Und bevor wir reingehen ins Video, wer ihr noch nicht folgt, macht das gerne. Und es ist auch immer eine gute Idee, hier ein Like dazulassen. Und damit schauen wir uns mal hier rein in die Pyramide. Mehr Schnapper als bei Aldi, habe ich gehört. So, die Pyramide mit dem Scouting-Bericht. Jungs auf dem Zettel. Check-in haben wir wieder, unsere Reinrücker für Ausfall. Wir haben die Programmspieler, bestes Programm. Und natürlich der Star der Woche, wie sich das gehört. Und als Benchmark für mich habe ich mir mal so die 10-Millionen-Grenze bei Kickbase genommen. Und ja, wir werden jetzt viele Jungs hier mal reinsammeln. Darunter ein, zwei auch, die da drüber liegen. Aber die meisten sind cheaper, entsprechend zur Black Week. Gute Deals wie Justin beim VfB. So, und dann gehen wir mal rein. Wir starten rein mit einem Geduldsspiel der Stuttgarter. Bis zur 53. Minute, ja, und dann hatte nämlich der Schweizer Leonidas Dergiu, hatte da eine ganz gute Idee und haut einfach mal Diago des Grauens raus. Masterclass auf Führich, der nimmt den Butterweich natürlich an, cuttet rein und zieht den schön ins lange Eck. Und damit steht auf jeden Fall schon mal der Assist für Dergiu, der direkt mal hier dann auf den Scouting-Bericht rutscht. Die Schwaben haben nämlich etwas umgestellt aus dem klassischen 4-3-3 respektive 4-2-1-2-1 auf 4-4-2. Ja, genau, mit Viererkette und dann Wagnumann eins vorgeschoben. Und Leonidas hat dann den Rechtsverteidiger gegeben und der hat das richtig gut gemacht. Das war sein erster Start diese Saison und auch sein erstes Bewerbungsschreiben für mehr Einsatzzeit. Pässe habe ich mir angeguckt, 81%, Zweikämpfe 57%, Tacklings, auch die waren top. Ja, und den genannten Zauberpass da. Und das alles transformieren wir in unsere Liga-Anzahl-Note 3,0. Gefiel mir da sehr gut. So, dann die TSG-Party geht los mit Christian Ilser. Ja, der neue Mann hier an der Seite der TSG. Traumpremiere für ihn. Die Grundordnung saß da noch nicht mit 3 Gegentreffern. Das sah noch nicht so hundertprozentig sattelfest aus. Aber der Wille und der Kampfgeist, die hat er auf jeden Fall schon mal installiert. 4-3, die Leipziger niedergerungen und zwei Jungs habe ich hier fett notiert. Da gab es nämlich zweimal von uns die Note 2. Das ist Prass, das ist einer von den beiden. Den kennt Ilsa noch aus seiner Sturm Graz Schule, sag ich mal, aus alten Zeiten. Und den hat er ja mal auf Linksverteidiger aufgeboten. Brian hatte ja spekuliert auf linker Achter, aber auch als Linksverteidiger sehr, sehr gut funktioniert. Und das war sein bestes Spiel im Hoffenheim-Dress bisher. Macht vielleicht auch was aus, wenn du den Trainer kennst und weißt, was der verlangt. Ja, Prass besonders gut bei den Torschussvorlagen, da hat er nämlich 3 Stück drin und kreierte Großchancen. Das war wirklich die Definition des Vorbereiters und ja, hat auch gesorgt für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 auf Adam Lojek. Das ist hier mein zweiter Mann und auch der ist noch günstig zu haben, mein zweiter Hoffenheimer. Klar, 2 Tore, also auch Captain Obvious hier drin. Umfunktioniert zum Rechtsaußen, realtaktisch dann aber auch doch sehr viel zentral unterwegs. Und wir haben da nochmal Sven auch im Ohr, der hat ja gesagt, Kramaric und auch Lojek, die stehen sich da manchmal auf dem Fuß. Aber das hat dieses Mal realtaktisch sehr gut geklappt, denn die beiden hatten da auf jeden Fall mehr Output. Zumindest Lojek, Kramaric dann doch eher dunkelblass. Und nach einer Auswechslung dann von Kramaric, da ist Lojek dann komplett in die Zentrale installiert worden und rechts ging dann Brun Larsen rein. Also vielleicht nochmal, ja, eine Umdenkschule hier von dem guten Ilser, dass er dann doch Lojek nochmal zentraler bringt. Jetzt auf rechts außen hat es auf jeden Fall schon mal gut geklappt, zweimal erfolgreich und Kramaric da auch wirklich die Show gestohlen. Viele Zweikämpfe genommen und gewonnen, das war super. Saubere Pässe habe ich gesehen und das ist hier wirklich outstanding, 6 Torschüsse aufs Gehäuse gebracht, also richtiger Aktivposten hier, Adam Lojek, ist wirklich Zeit angebrochen hier für die jungen Wilden, Prass 23, Lojek 22, Bischoff, den hatten wir hier auch schon oft drin, 19, das sind eh auch die Bischoff-Wochen, das wissen wir alle und auch mit Ilsa, der ja eher auf die Talentschmiede setzt, hier auch einen guten Befürworter für die TSG Young Guns.
So, alles zum neuen Hoffenheim-Coach, den haben wir jetzt hier auch oft angerissen. Gibt's im Artikel aus Gold von Brian, featuring Money im Gamechanger-Notebook. Das packe ich euch mal schön in die Shownotes und dann dürft ihr da noch ein bisschen Lektüre lesen. So, Bremen verloren in Frankfurt, das war knapp. Das war aber ein richtig gutes Spiel von den Bremern. Ich habe da vor allen Dingen die Defense im Blick. Die hat richtig gut gespielt. Die hat sich da wirklich ordentlich gemacht. Und besonders die Innenverteidiger, die habe ich da im Blick. Niklas Stark, sehr, sehr gutes Spiel. Ersten Start seit Spieltag 5 und den braucht Bremen. Niklas Stark wird hier wirklich verlangt. Der gefällt mir da so gut auch schon im Bayern-Spiel, wo sie da auch untergegangen sind. Da war für mich auch der beste Bremer. Und der hat Marmoush über weite Teile des Spiels abgemeldet, muss man so sagen. Der heißeste Spieler der Liga da gerade. Und Zweikämpfe königlich. Also das war wirklich à la Bonheur. Hat da auch die meisten Zweikämpfe gewonnen à la Bremer. Auch das sagt viel über sein Game aus. Absoluter Stabilisator da. Und ganz wichtig für diese Bremen-Verteidigung, den sehe ich da auch auf jeden Fall gesetzt. Und ganz fett markiert hier auf unserem Scouting-Bericht. So, und ich schiebe mal rüber. Marvin Friedrich, auch er muss hier rein auf den Scouting-Bericht. Der ist immer noch günstig zu haben, wie ich finde. Kader-Comeback für Elvedi, auch das haben wir mal mitgeschnitten. Aber selbst wenn der fit wäre, sehe ich da gerade kein Vorbeikommen an. Marvin, also in den letzten Wochen, super stabil gewesen. Und gestern krönte er einfach mal seine Performance mit einem Kopfball-Assist, ja, auf Player. Richtig cool gemacht und gab eine knifflige Szene im Spiel gegen Gila Vogie. Wurde auch kurz hier mit dem VAR-Mann gecheckt in die Kölner Kabine. Aber Kölner Keller sagt, alles clean für Friedrich und deswegen Zweikampfquote overall. Mittlerweile die 4 prozentual. Das ist ein Monsterwert hier. Und gegen Pauli, Pässe 97%, 88% Zweikämpfe, 86% Luft, geklärte Bälle 8 Stück. Und nochmal zweimal Monster-Block auch noch delivered. Geblockt in alter NBA-Manier. So, Monster-Match von Marvin und deswegen Scouting-Bericht hier vollendet. Ich habe noch einen Mann für die Tonspur, weil mich der VfL Bochum einfach komplett enttäuscht hat. Das muss ich leider auch so sagen. Bochum ist Schrott, aber Bochums Bester ist back und das ist Bernardo. Deswegen haben wir den hier mal auf der Tonspur. So, und damit gehen wir rein zum Check-in. Welche Spieler checken hier mal rein? Ich habe Diogo Leite, der ging nämlich zur 9. Minute runter. Das wird jetzt nochmal medizinisch gecheckt und was er hat und wie lange er dann entsprechend auch ausfällt. Ich leite mal hier über zum Ersatzmann, das Leopold Querfeld. Gestandener Nationalspieler, der kam ja hier vor der Saison. Und mit seinen 20 Lenzen könnte der jetzt reinrutschen. Für Leite sollte der noch länger ausfallen. Würde ich mal reinholen hier. Zum Plussen habe ich gesehen, die Marktkurve bei Kickbase, die ist noch ein bisschen auf dem Downfall, aber der sollte bald wieder steigen. Also auf jeden Fall würde ich den am Wochenende schon mal auf die Bank packen. Da geht es nämlich gegen Leverkusen, aber die Matches danach sehen annehmbar aus. So, das gab ordentlich Karten bei den Freiburgern. Die waren da am Pokerspielen und haben sich da ein bisschen verpokert auch. Ich mache mal gelbe Karten-Alert hier rein. Meinung äußern, gelb, gelb, faul, faul. Osterhage, ja, ist denn heute schon Ostern oder was? Gelb-rot, runtergeflogen, auch genauso wie ein Wechselmann Adamu, der war auch nur kurz drauf, glattrot. Das öffnet vielleicht die Tür. Pass sie mal auf hier. Den Zauberer, das ist nämlich Merlin Röhl, der trainiert wieder seit letztem Donnerstag mit dem Team. Schuster muss jetzt umstellen, wissen wir alle nach den Ausfällen oder nach den Karten eher, nach dem Kartenfeuerwerk hier. Ich könnte mir vorstellen, dass er Merlin bringt, dass er ihn reinzaubert. Sünde Moseris hatte Merlin, hat dann entsprechend auch gepausiert. Die ersten 3 Spiele hat er noch gemacht der Saison, seitdem dann halt raus. Spieltag 10 im Aufbautraining gewesen, dann hat er die Länderspielpause auch zum Auskurieren gehabt. Und jetzt hat er eine volle Trainingswoche mit den Jungs, also Merlin Röhl im Check-in. So, und dann noch 2 Augsburger hier im Gespräch. Ich habe Giannoulis mit Leistenverletzung, habe ich mir mal hier aufgeschrieben. Ja, noch kurz vor der Pause München ausgewechselt. Für ihn kommt Pedersen, der kam dann rein, der Däne. Denke ich, zum Plus ist der auf jeden Fall cool. Der hat einen ganz geringen Marktwert auch in diversen Managerspielen gerade. Und gegen Bochum kann man den auch mal aufstellen, denke ich. PK klang Torup nicht zuversichtlich bezüglich Giannoulis Personalie. Also, glaube ich, hier Pedersen mal im Blick ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Und es gab Gelb-Rot für Kevin Schlotterbeck, Holster noch den Kane in die Hacke und Maxi Bauer ist hier nominell der letzte Mann auf IV, den Torup dann noch aufbieten kann. Pudosu, den sehe ich eher auf der Schiene für Wolf, das ist eher da der 1:1 Ersatz und deswegen Maxi Bauer, denke ich mal, ist hier unser, komplettiert hier erstmal unseren Check-in und könnte eine coole Personalie werden auch für
den nächsten Spieltag. So, Programmspieler, Fernbedienung gibt's für. Ja, da sind viele Besitzer verärgert. Da habe ich gestern, Mario ist auch Baumgartner-Besitzer, habe ich gestern angeschrieben, Bro, soll ich den abgeben oder was? Den kannst du nicht abgeben aktuell. Also, da kommen jetzt erstmal Wolfsburg, Heimspiel, und dann fährst du nach Kiel. Das sind zwei geile Matchups für Chris Baumgartner. Und dann nach Frankfurt und Bayern. Okay, da kannst du ihn vielleicht abgeben. Aber für die beiden Spiele sehe ich ihn so loaded in der RB-Offense. Also, ich würde sagen, Baumgartner nochmal Geduld bewahren, auch wenn er unterging hier an alter Wirkungsstätte mit der Liga-Zeitnote 4,5. Das war gar nichts, aber Programm sieht gut aus. So, dann zum besten Bremer. Oh, Captain, das ist Kapitän Friedel. So musst du spielen. Also, das ist ein kurzer Schockmoment, den haben wir drin gehabt. Vorne, da hat er sich einmal kurz am Gesicht gefasst, aber keine Kopfverletzung, dann war doch alles gut. Der Typ ist wirklich die Definition von Zweikampfmaschine. Mit 9 geklärten Bällen, auch Wahnsinns-Stat da. Und overall ist er da mittlerweile auch schon die 15. Und jetzt geht's gegen Stuttgart, Bochum, Pauli und Union. Auch da sehe ich viel Ballbesitz. Sehe ich sehr gut. Captain Friedel hier mal notiert auf Programmspieler. So, und Format ist ja unter dem Radar. Und da bewegen wir uns jetzt mal hin. Mit 2 Calls von einem Top-Team. Der eine ist aber auch obvious. Aber der andere, das ist dieser hier, Nathan Teller. Auch der kam quasi durch ein Check-in Frimpong angeschlagen raus. Frimpong gefällt mir aber die ganze Saison schon nicht. Das wirkt alles statisch und irgendwie auch nicht zielstrebig. Wenn er einen freien Path hat zum Tor, dann geht er doch eher nach außen und verdaddelt sich da irgendwie. Und ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, gegen die tiefstehenden Gegner, gerade gegen die Dribblings, 34%. Der war letzte Saison, war Frimpy bei 10% mehr, 44,9%. Das war ein Top-10-Wert und davon ist er aktuell entfernt. Und Nathan Teller, der kam dann zur 45. Minute rein. Der war direkt da. Der war ein Aktivposten. Viele Zweikämpfe hat er sich reingeschmissen. Die aber da auch zum Großteil auch gewonnen. Viel involviert im Passspiel vorne. Gute Bewegung zwischen den Linien. Da hat er mir sehr gut gefallen. Und kreierte Großchancen drin. Einer dann führte auch zum Assist dann auf Patrick Schick. Und ich bin immer mit einem Ohr bin ich eh in der VA-Gruppe. Deswegen werde ich da immer vielleicht mal noch ein Update geben. Aber ich sehe das wirklich cool. Weitere Argumente kann ich bringen. Terrier ist aus für, ja, Winter, Weihnachten, der fällt raus. Und auch Hofmann ist auch erstmal out. Also da schon mal freie Bahn links außen, so Halbfeld. Da habe ich gesehen, Garcia hat sich offensiv orientiert. Ob der jetzt für die Halbposi der Mann da ist, das sei auch erstmal dahingestellt. Aber Nathan Teller hat sich dann auch sehr offensiv positioniert, hat man gerade realtaktisch auch gesehen. So wie so eine dritte Spitze da. Und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er über die Dynamik dann wirklich halbrechte Position bekleidet und wird es dann vielleicht rüberrückt auf die linke Position. Also Teller, cool, auf jeden Fall. So, und wer auch richtig cool war, der Star der Woche, da sage ich jetzt einfach nur 2 Worte. Schick kaufen, schick kaufen, schick kaufen. Also das ist so, ich habe den noch vor Tor 1 in der Konfi schnell noch eingepackt. Und ja, Leute, also was der da gemacht hat, das Programm bin ich euch eh noch schuldig. Jetzt kommen Union, Pauli, Augsburg und Freiburg. Also wirklich mit Liebe. Das macht ja nur Spaß, wenn du da Leverkusen-Besitzer bist. Und dann hast du noch irgendwie den Top-Stürmer von dem Top-Club. Das ist der absolute No-Brainer hier für alle. Boniface, wir sind nicht in der Kabine. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie lange der jetzt endgültig ausfällt. Ich grüße mal unseren Redakteur hier. Das ist Topsy-Time hier. Unser Torben und mein Mann hier. Und der brachte nämlich die LSP-News mit dem Boniface-Ausfall. Und der wird jetzt Leverkusen fehlen. Und wer die Verletzungshistorie von Boniface kennt, den wird Leverkusen jetzt nicht reinrushen. Also von daher wird man jetzt hier Schick viel Zeit geben. Der hat das direkt mal bestätigt, jetzt natürlich mit der Performance. Aber viel wichtiger war eigentlich, wie er die Tore gemacht hat. Also beim 2:2 Shooters Touch, also ganz feine Klinge da mit dem Lupfer, richtig geil da in alter Kleindienstmanier von gestern. Positionierung Weltklasse da auch schon. Und dann vielleicht auch nochmal notiert, der tschechische Nazio hat er sich mal abgemeldet, um in Leverkusen unterm Bayerkreuz richtig in Full Shape zu kommen. Das haben wir auch mal im Blick, weil das ist auch ein Indiz dafür, dass der will jetzt richtig durchpowern. Das 3:2 gegen Patrick Mainka. Einmal ins Freibad geschickt da mit dem Durstlöscher. Und beim 4:2 stiehlt er sich da auch richtig geil weg von den Heidenheimern aus dem Rücken. Und ich sag euch, also wenn Schick jetzt hier die nächsten Spiele durchballert, dann
Tore und Assists, dann sehe ich hier keinen Grund für Xabi Alonso, direkt irgendwie wieder auf Boniface zu gehen. Gerade das Leverkusen-Konstrukt ist super wackelig, gerade auch vorne. Du brauchst jetzt jeden Scorer und wenn Schick heiß läuft, dann sehe ich hier keinen Grund irgendwie für Rotation. Champions League, Bundesliga, dann wird hier unterm Bayerkreuz Schick gezockt und deswegen kann der ein richtiger, wichtiger Part werden hier von Leverkusen. So ihr Lieben, habt ihr noch wen? Dann schickt mir den gerne mal in die Kommis und damit wünsche ich euch einen geilen Wochenstart. Tschüss.